Ja, es ist schön, dass wir heute Nachmittag wieder Zeit finden, um den Höhepunkt zu betrachten. Wenn man ein Buch liest oder einen Film schaut, dann ist es immer schön, wenn es ein Happy End gibt, ne? Wir haben heute viel vom Kampf gehört und von Schwierigkeiten, aber es ist schön, wenn es ein Happy End gibt. Und manchmal habe ich fast den Eindruck, dass die Leute das bei der Bibel abgeschrieben haben. Die Bibel endet mit einem Happy End. Es gibt übrigens tatsächlich manche Geschichten von Hollywood, die eigentlich den Erlösungsplan nachgebildet haben, einen Ersatzerlösungsplan bieten, aber das ist nicht unser Thema heute. Wir wollen den echten angucken, der ist viel besser. Das ewige Leben ist unser Thema. Frage, was wirst du in der Zukunft tun? Ich meine jetzt nicht nächste Woche, ich meine auch nicht nächsten Monat, nächstes Jahr. Was wirst du so in 10 Millionen Jahren tun? Oder in 100 Millionen Jahren? Oder in 10 Milliarden Jahren? Was machst du dann? Habt ihr keine Zukunftspläne? Naja, wenn jemand sagt, ich plane, was ich mal in 500 Jahren mache, dann was man sagt, was? Ich plane da schon, was ich in 500 Jahren mache. Ich weiß es schon. Ja. Die meisten Menschen wissen das nicht. Die Zukunft ist schön zu planen. Das Thema ist das ewige Leben. Die Frage ist, was ist das ewige Leben? Wenn ich dich fragen würde, wenn dich jemand fragt auf der Straße, was ist ewiges Leben, was würdest du sagen? Ein Leben ohne Ende, ne? Und wenn du Jesus fragst, der hat das nicht gesagt. Was sagt Jesus, was ewiges Leben ist? Schlag mal auf, Johannes 17, Vers 3. Johannes 17, Vers 3. Das ist das hohepriesterliche Gebet Jesu, was er kurz vor seinem Tod gebetet hat. Am Abend vor seinem Tod. Johannes 17, Vers 3, dort sagt Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Interessant. Was sagt Jesus, was ist das ewige Leben? Er sagt nicht ein Leben ohne Ende. Er sagt Gott erkennen, Jesus erkennen. Das Wort, was hier für erkennen steht, das bedeutet, das wird auch im Alten Testament sehr häufig gebraucht für das Einssein von Mann und Frau. Adam erkannte seine Frau Eva und sie gebar einen Sohn und sie nannten ihn Kain. Das ist die engste Gemeinschaft, körperlich, seelisch, geistig. Ja, Jesus, Gott sagt, sie werden ein Fleisch sein. Das Wort erkennen steht dafür, die engste Beziehung. Das heißt, erkennen, wenn Jesus davon spricht, ewiges Leben heißt Gott erkennen, das heißt eine enge Lebensgemeinschaft mit Gott. Jesus wohnt in mir und ich in ihm. Das ist Erkennen. Was wäre das ewige Leben, ein Leben ohne Ende, ohne Jesus? Ohne Gott. Es wäre kein ewiges Leben. Erstens, weil das Leben nur von Gott kommt. Gott ist das Leben. Und alles, was existiert, jeder, der lebt, lebt, weil Gott ihm das Leben gegeben hat. Und jeder, der lebt, lebt nur, weil Gott in ihm das Leben erhält. Wenn Gott seine Lebenskraft irgendwann jemanden zurückziehen würde, der würde dieses Wesen, dieser Mensch, sofort sterben, weil jedes Geschöpf von Gott abhängig ist, dass es lebt. Und zweitens, es geht hier nicht nur um die Quantität, um die Länge, sondern um die Qualität des Lebens. Und der Mensch ist geschaffen von Gott im Garten Eden, Adam und Eva, um in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Da ist der Mensch glücklich.
Deswegen, wenn wir denn oftmals in der Offenbarung, wenn man die Offenbarung sich anschaut und wenn man die Himmelsszenen sieht, da hat man meistens einen Lobpreis. Einen Lobpreis der vier Gestalten, der 24 Ältesten, der Engel und der vielen anderen Himmelsbewohnern. Warum preisen die Gott so oft? Hat Gott es nötig, dass er gepriesen wird, um seinen Selbstwert aufzubauen? Nein, natürlich nicht. Sie preisen ihn, weil sie die größte Erfüllung ihres Lebens und die Freude des Lebens daran haben, Gott zu preisen und Gott zu loben. Deswegen, ich glaube, das Schönste und Beste, was alles andere weit, weit in den Schatten stellen wird, was uns erwarten wird, ist, Jesus zu sehen, in Jesu Augen zu blicken. Ich glaube, dass das mehr ist als alles andere. Jesus, mit Jesus eins zu sein. Ewiges Leben heißt, mit Gott zu leben. Und wenn wir mit Gott leben, dann leben wir auch ohne Ende. Die zweite Frage, wann beginnt das ewige Leben? Wenn Jesus wiederkommt? Nach der Definition nicht. Nämlich, wir können auch jetzt schon, hier schon, mit Gott eine enge Lebensgemeinschaft haben. Jetzt schon, sagt Paulus, Christus lebt in mir und ich lebe in ihm. Wie der Weinstock und die Rebe. Das heißt, wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn ein Mensch sein Leben Gott übergibt, in dem Moment beginnt für ihn das ewige Leben. Aber das sagt man, aber wenn jemand stirbt, dann hat er kein ewiges Leben, wenn er sterben muss. Für einen Menschen, der gläubig ist, der bekehrt ist, ist der Tod nur ein vorübergehender Schlaf, wo das Leben weitergeht. Deswegen, das ewige Leben beginnt bei der Bekehrung, wird höchstens unterbrochen durch den Tod. Bei der Auferstehung geht es auf einer höheren Ebene, nämlich von Angesicht zu Angesicht, Gott zu sehen, weiter. Das ewige Leben. Römer 8, Vers 18, wollen wir mal aufschlagen. Römer 8, Vers 18, was Paulus dazu sagt. Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und dieser Vers, der fasziniert mich immer wieder. Das, was sagt Paulus hier? Die Herrlichkeit, die auf uns wartet, nämlich wenn Jesus wiederkommt, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, die Herrlichkeit ist so gewaltig, dass es überhaupt kein Vergleich dazu ist, das Leid dieser Welt. Was ich mich jetzt frage ist, warum ist dieser Gegensatz so krass? Weil das Leid so schwach ist, so wenig ist? Nein. Wenn wir das Leid auf dieser Welt erleben, dann ist das für uns manchmal an der Grenze dessen, was wir ertragen können. Das ist für uns manchmal höher, größer als alles andere auf dieser Welt. Das heißt, dieser Gegensatz ist nicht, weil das Leid so wenig ist, sondern weil die Herrlichkeit umso größer ist. Wir haben heute Morgen über die letzte Phase dieser Weltgeschichte gesprochen, über die Plagen und über die Angst in Jakob und über die ganzen Dinge. Und das sind alles Dinge, die Leid verursachen, die schmerzhaft sind. Und wenn dann der Todesbefehl kommt und Jesus kommt wieder, und wenn Jesus kommt und wir ihn sehen und wir die Herrlichkeit sehen, wenn wir in das himmlische Jerusalem einziehen werden, dann werden wir uns sagen, was war denn gerade noch eben? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas Wichtiges? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Was war denn das nochmal? Das heißt, es ist vollkommen unbedeutend, was vorher passiert ist. Wie stark die irdischen Mächte uns verfolgt haben, was alles gewesen ist. Das ist vollkommen unbedeutend gegenüber dessen, was wir dann erleben und sehen. Paulus vergleicht das mit den Wehen einer schwangeren Frau. Und Wehen sind schmerzhaft und gehen auch manchmal an die Grenzen dessen, was ein Mensch aushalten kann. Aber wenn das Baby da ist, dann ist der Schmerz vergessen, ist die Freude da. Und das, denke ich, wird hier, wenn Jesus kommt, noch weit, weit, weit größer sein. Ich denke nur daran, wenn ein Prophet schon diese Herrlichkeit gesehen hat,
Und als Ellen White von Gott mal in der Vision diese Herrlichkeit gezeigt wurde, die war so begeistert. Und als sie dann wieder zurück musste auf diese Erde, hat sie gesagt, lieber Gott, ich will nicht. Die Erde ist so düster, die Erde ist so... Und er hat gesagt, und der menschliche Gesang, den wir manchmal so auch so schön empfinden, der ist so schrill und so scharf gegenüber dem schönen Gesang, den ich im Himmel gehört habe. Meine Lieben, wenn wir einmal für 5 Minuten einen Blick in den Himmel haben könnten, ich kann euch garantieren, diese 5 Minuten würden unser Leben für immer verändern. Auf einmal wären die Prioritäten unseres Lebens vollständig anders, weil diese 5 Minuten uns eine Wirklichkeit gezeigt haben, erlebt haben lassen, wo wir sagen, das ist es. Nur das, alles andere ist nichts dagegen. Das Problem ist, es gibt Menschen, die haben das geschaut. Und wir müssen uns auf ihre Aussagen verlassen. Wir können das jetzt nur hören und glauben und entsprechend im Glauben reagieren. Jesus sagt, wohl denen, die nicht sehen und doch glauben. Was sagt Paulus über die zukünftige Herrlichkeit? Das Leben in der Herrlichkeit Gottes wird so schön werden, dass es selbst unsere kühnsten Träume weit übertreffen wird. Manchmal sagt man, die Vorfreude ist die schönste Freude. Aber meine Lieben, für den Himmel gilt das nicht. Du kannst dir das Schönste vorstellen, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Und es wird noch 1000-mal und 1000-000-mal schöner werden. Du kannst dir auch schöne Sachen vorstellen, die es im Himmel gar nicht gibt. Kannst du dir auch vorstellen. Trotzdem wird es noch das 1000-mal schöner werden. Der Himmel wird so schön, es wird keinen Menschen geben, der enttäuscht sein wird. Es kommt keiner in den Himmel und sagt, na, das ist aber komisch hier, habe ich mir aber anders vorgestellt. Wird es nicht geben. Ich weiß auch nicht, wie Gott das schafft, dass alle zufrieden sind, dass alle begeistert sind. Die Menschen sind dann so verschieden in ihrem Geschmack und in ihren Wünschen und in ihren Vorstellungen. Aber Gott wird das so schaffen, dass es für uns das Beste ist. Und es ist gut für uns, wenn wir über das ewige Leben nachdenken. Gott hat uns schon einen kleinen Blick durchs Schlüsselloch gegeben. In der Bibel, in der Prophetie, in der Offenbarung. Damit wir uns das schon mal vorstellen können und damit wir uns schon darauf freuen können. Und damit auch das unser Leben verändert. Gott möchte das. Das Nachdenken über das Ewige gibt uns schon heute den Sinn für die richtigen Prioritäten. Dieses Nachdenken wird zum Schutzschild gegen Versuchungen. Ellen White schreibt, Christus kommt bald, Seite 200. Und hier achtet mal darauf in dem Zitat, wie sie die bildliche Vorstellung benutzt. Sie sagt, Jesus malt uns die Vorzüge und die einzigartigen Vorstellungen der himmlischen Dinge vor Augen. Was macht er? Er malt uns das vor Augen. Das heißt, dass wir uns das bildlich vorstellen können. Damit wir uns in Gedanken mit der Herrlichkeit des Himmels beschäftigen und unsere Gedankenwelt erfüllt wird mit Bildern himmlischer und ewiger Schönheit. Wir dürfen uns den Himmel bildlich vorstellen. Gott möchte uns Bilder, Eindrücke geben von der Ewigkeit. Der große Lehrmeister gibt uns einen Einblick in die zukünftige Welt und rückt sie mit ihren anziehenden Dingen in unser Blickfeld, wieder das Sehen, die bildliche Vorstellung. Wenn der Mensch seinen Geist auf das zukünftige Leben und seine Segnungen richtet, vor allem im Vergleich zu den vergänglichen Dingen dieser Welt, dann wird ihm der deutliche Unterschied bewusst werden. Das wird Herz und Seele, ja sein ganzes Wesen, prägen. Dadurch trennt er die zeitlichen und irdischen Dinge von den starken Gefühlen, die er bisher mit ihnen verbunden hat. Er setzt die zeitlichen Dinge vom ersten Platz auf einen niedrigeren, wo sie den höheren und ewigen Realitäten untergeordnet sind.
Es ist interessant, wenn wir die Prioritäten unseres Lebens mal sortieren, was ist mir in meinem Leben wichtig, dann geht es natürlich auch nach dem, was wir vom Verstand her wollen, was unsere Ziele, was unsere Werte im Leben sind. Aber ein großes, sehr großes, eine Rolle spielt auch dabei, wie wir Gefühle damit verbinden. Und wenn wir über das neue, über das ewige Leben nachdenken und wir das nur intellektuell haben und wir keine Gefühle dabei empfinden, dann kann das sein, dass es irgendwann unwichtig für uns wird. Aber wenn wir das erleben würden und die Gefühle, die Glücksgefühle und alles, was dazugehört, haben, uns vorstellen, dann merken wir, dass das etwas ist, was unser ganzes Leben beeinflussen wird, was uns begeistern wird. Our High Calling 285. Wenn wir uns die ewige Wirklichkeit bewusster vor Augen halten, wir sollen uns das vor Augen malen, wird es uns zur Gewohnheit werden, über die Gegenwart Gottes nachzudenken. Das gibt uns Schutz vor dem Feind, der bei uns einzudringen sucht, schenkt uns Kraft und Gewissheit und hilft, Furcht zu überwinden. Wenn wir die Atmosphäre des Himmels atmen, werden wir nicht gleichzeitig die Schlechtigkeit der Welt einatmen. Wir werden nicht im dunklen Keller bleiben, sondern hinauf in die oberen Räume steigen, wo jedes Fenster, das zum Himmel zeigt, geöffnet ist und die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit einlässt. Das meint sie jetzt nicht wörtlich, dass wir nicht in den Keller gehen sollen, sondern nur am Dachgeschoss wohnen sollen. Das meint sie damit nicht. Sondern sie meint, dass wir uns geistlich nicht in den Keller bewegen sollen. Das heißt, wenn du mit Depressionen zu kämpfen hast, dann fühlst du dich wie im Keller. Kein Licht, keine Wärme, keine Hoffnung. Wie kann man da rauskommen, sagt sie? Wie kann man in einen Raum gehen, wo das Fenster zum Himmel zeigt und die Sonne der Gerechtigkeit reinscheint? Indem wir uns die ewige Wirklichkeit vor Augen halten. Das ist das ewige Leben, die Herrlichkeit des Himmels. Und die Herrlichkeit des Himmels, wenn wir uns das zur Gewohnheit machen, über das ewige Leben, über Gottes Gegenwart nachzudenken. Was ist die Folge? Schutz vor dem Feind, Kraft und Gewissheit und hilft, Furcht zu überwinden. Und das ist ja so schöne Vergleiche hier. Wenn wir die Atmosphäre des Himmels atmen, werden wir nicht gleichzeitig die Schlechtigkeit der Welt einatmen. Das heißt, dass wir in dieser Welt leben, können wir nicht verändern. Aber wir können uns entscheiden, in welche Atmosphäre wir uns begeben. Wenn wir uns in die Atmosphäre des Himmels begeben, dann werden wir gedanklich, geistlich schon halb im Himmel sein. Bei meiner Frau war das so in den letzten Wochen. Sie hat sich so intensiv mit Gottes Verheißungen, mit Jesu Wiederkunft, mit dem Leben im Himmel beschäftigt, weil sie wusste, in ein paar Tagen sterbe ich und wie wird es dann sein, wenn ich denn sterbe? Und sie war so intensiv damit verbunden, dass sie manchmal gedanklich in ihrem Leben mehr im Himmel gelebt hat als auf dieser Erde. Und das hat ihr Leben verändert. Das hat ihr Kraft gegeben. Das hat ihr Schutz gegeben. Genau, was hier steht. Ja. Das heißt, es hängt von uns ab, wie intensiv wir diese Atmosphäre des Himmels in unserem Leben einlassen. Was können wir über das ewige Leben wissen? Über die neue Erde? Wir werden ein paar Dinge uns anschauen, wo ihr die viele Dinge schon kennt, aber ich hoffe, dass hier ein und zwei Bonbons dabei sind, die ihr noch nicht kennt. Erstens, der Himmel, die neue Erde, sind ein realer Ort. Wir lesen Johannes Kapitel 14, 1 bis 3. Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht, sagt Jesus zu seinen Jüngern, glaubt an Gott und glaubt an mich.
In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Warum? Es gibt viele Christen, die sind überzeugt, dass wenn wir sterben, dass dann die Seele gleich in den Himmel geht, zu Gott. Und wenn Jesus wiederkommt, dann werden all die ganzen Erlösten, die schon im Himmel sind, mit Jesus auf diese Erde runterkommen und auf dieser Erde ein tausendjähriges Friedensreich aufrichten. Das heißt also, und dann, wenn dann Jesus wiederkommt, dann werden dann, die Seelen sind ja ohne Körper im Himmel, und dann werden die körperlich auferstehen und dann wird die unsterbliche Seele, die im Himmel ist, mit den Körpern, die auferstanden sind, dann wieder vereinigt werden. Komische Gedanken, aber was sagt Jesus hier? Genau das Gegenteil. Wenn er wiederkommt, werden nicht wir vom Himmel auf diese Erde runterkommen und mit Jesus hier auf diese Erde leben, sondern es ist genau andersrum. Er kommt, um euch mitzunehmen, damit ihr seid, wo ich bin, sagt Jesus. Wo ist er denn jetzt? Im Himmel. Und wenn er kommt, um uns dahin zu holen, wo er jetzt ist, heißt das, dass er uns abholt, dass wir dann in den Himmel kommen. Also bei Jesu Wiederkunft kommen nicht wir vom Himmel auf die Erde, sondern von der Erde zum Himmel. Das heißt, Jesus nimmt uns mit in den Himmel. Und er sagt, dass er für uns eine Stätte vorbereitet, Wohnungen vorbereitet. Und ich freue mich auf diesen Umzug. Normalerweise sind Umzüge nicht so meine Sache. Viel Arbeit, renovieren, streichen, Möbel packen. Ja. Bei unserem letzten Umzug hatten wir über 200 Umzugskisten gehabt. Ja. Und dann noch meine ganzen Bücherkisten noch dazu. Das ist schon eine Strafe, umzuziehen. Aber bei diesem Umzug, da müssen wir weder streichen noch renovieren. Wir müssen keine Wohnung suchen, keine überhöhten Mieten zahlen, keine Kredite aufnehmen, um das Haus abzuzahlen. Das ist alles fertig. Für jeden von uns eine Wohnung, fertig. Wenn wir in den Himmel kommen, dann steht da ein Namensschild dran, Olaf Schröer. Dann sage ich, ach, das bin ich ja. Will ich doch mal reingehen, gucken. Und die Wohnung ist genau für mich zugeschnitten. Und diese Wohnungen bereitet Jesus jetzt vor. Er sagt, ich will euch die Stätte bereiten. Ich weiß nicht, wie Jesus das schafft, neben seinem Mittlerdienst und neben seinem Richterdienst auch noch die Wohnungen zu bereiten. Aber das kann er. Der ist multitaskingfähig. Ja. Für jeden eine Wohnung. Diese Stätte, die er vorbereitet, wie heißt die denn? Die Wohnungen im Himmel. Das ist, Johannes hat sie auch in der Offenbarung gesehen, das ist das neue Jerusalem. Das ist unsere neue Heimat, unsere neue Wohnstätte. Ich meine, als Prediger muss man oft umziehen. Und wenn man umzieht, das ist immer wieder schön, man hat wieder neue Freunde, man lässt alte Freunde zurück und kriegt neue Freunde. Aber ich denke, der letzte Umzug in den Himmel, das wird der schönste sein. Ich bin dann gespannt, wer meine Nachbarn sein werden. Es sind reale Wohnungen, die Jesus für uns vorbereitet. Wir gucken uns gleich das ein bisschen genauer an mit dem neuen Jerusalem. Wir lesen Offenbarung 21, Verse 1 bis 3. Offenbarung 21. Und Offenbarung 21, gerade die Verse 1 bis 7, sind mit die schönsten und herrlichsten Verse der ganzen Bibel. Das sollten wir öfter lesen, am besten auswendig lernen. Offenbarung 21, 1 bis 3. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen.
Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das ist eine Beschreibung, was nach den 1000 Jahren geschehen wird. Wir wissen, wir sind erstmal, wenn Jesus wiederkommt, sind wir erstmal 1000 Jahre im Himmel, im neuen Jerusalem. Wo das im Himmel ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall nicht dort, was man von hier aus sehen kann. Sonst würde man ja schon mal mit dem Fernrohr das neue Jerusalem anschauen können, aber das schaffen wir nicht ganz. Ja. Es könnte sein, Ellen White beschreibt, dass Jesus aus dem Orion her wiederkommen wird. Von daher gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich auch, wenn wir auf der Rücktour sind, auch wieder beim Orion dort irgendwo, dass dahinter die göttliche, herrliche, andere Dimension Welt ist. Das werden wir dann sehen. Gott wird dann nach den 1000 Jahren, wenn die Ungläubigen auferstanden sind, wenn sie gerichtet wurden, wenn der feurige Pfuhl die Sünde und Satan und den Tod vernichtet hat, dann ist mit der Sünde Schluss. Gott hält Gericht in den 1000 Jahren, damit die Sünde verschwindet und damit die Sünde nie wieder aufkommt. Und dann steht hier, schafft Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Übrigens in der Bibel, wenn vom Himmel die Rede ist, welchen Himmel meint denn die Bibel? Wenn Gott Himmel und Erde geschaffen hat, was hat er denn da geschaffen? Und wenn Gottes Thron im Himmel ist, in welchem Himmel ist denn Gottes Thron? Die Bibel kennt drei verschiedene Himmel. Der erste Himmel, es ist unsere Lufthülle. Wenn Gott Himmel und Erde geschaffen hat, heißt das, er hat diese Erde geschaffen und die Lufthülle dazu. Der zweite Himmel ist das Universum. Ja, im Psalm steht, wenn ich sehe, die Himmel, deine Hände werk. Die Sterne, die du bereitet hast, die Sterne, das Universum. Das ist der zweite Himmel. Und der dritte Himmel ist dort, wo Gottes Thron ist, wo Gottes Gegenwart ist. Und wenn hier steht, ich sehe einen neuen Himmel und eine neue Erde, dann heißt das, das ist diese Erde. Und diese Lufthülle, die macht Gott neu. Ist auch klar, also mit den Verpestungen, die wir hier anstellen, das können wir nicht übernehmen. Das muss neu gemacht werden. Ja. Und ich glaube auch, ein Stück weit vom Universum muss Gott auch ein bisschen aufräumen. Der ganze Weltraumschrott, der da von uns rumfliegt, und die ganzen Raketen und die ganzen, das muss Gott auch irgendwann alles wieder einsammeln und irgendwo entsorgen. Ja, das kann da nicht weiter rumfliegen. Das sind alles Folgen, Überbleibsel unserer sündigen Gesellschaft. Das heißt, Gott schafft einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und meine Lieben, jetzt, wenn Gott die neue Erde schafft, können wir zuschauen. Als Gott zum ersten Mal diese Erde geschaffen hat, hat es kein Mensch mitbekommen. Gott musste den Menschen erst sagen, ich habe das und das an dem und dem Tag gemacht. Es gab keine Augenzeugen, weil Gott die Menschen erst am sechsten Tag geschaffen hat und da waren die ersten fünf Tage schon vorbei. Wenn Gott jetzt schafft, sind wir dabei. Denn dann sagt Gott, ja, jetzt sollen dort Eichen stehen. Auf einmal, zack, stehen da 10 Eichen. Dann sagt Gott, ja, und hier sollen ein paar Ahornbäume stehen. Und dann zack, stehen da die Ahornbäume. Und sagt, dann hier soll ein bisschen Gras und ein paar Rosen und ein paar Lilien. Und Gott sagt das und es ist da. Und dann sagt Gott, ja, und jetzt sollen da ein paar Rehe rumspringen, und jetzt sollte ein Löwe sein, und die Dinge sind da. Gott beim Schaffen, bei der Schöpfung zuzuschauen, das müssen wir genießen, denn es ist nämlich nur einmal, dann ist wieder vorbei. Wenn die neue Erde da ist, dann ist sie da. Ein drittes Mal wird Gott die Erde nicht mehr schaffen. Gott schafft die Erde neu. Ja, und dann steht hier, kommt das neue Jerusalem vom Himmel, wo wir denn in den 1000 Jahren sind, auf diese neue Erde herab. Das heißt, dass dann wir in der Stadt auf der neuen Erde sein werden. Und interessant ist dann Folgendes. Hier steht die Hütte Gottes bei den Menschen. Was bedeutet das? Er wird bei ihnen wohnen. Das bedeutet, dass Gott umzieht. Ich glaube, Gott ist noch nie umgezogen. Aber einmal wird er umziehen. Nämlich dort, wo jetzt sein Thron ist, im Himmel, wird er seinen Thronsitz verlegen. Vom Himmel auf diese neue Erde im neuen Jerusalem. Ja.
Wir wissen, es gibt noch andere Welten, die nicht gefallen sind. Die Bibel spricht davon, Ellen White spricht ein bisschen mehr davon und erklärt es auch. Sie war sogar auf einer anderen Welt, wo sie Wesen gesehen hat. Und der Henoch hat sie gesehen, wie er dort auf einer anderen Welt mit anderen Himmelsbewohnern gesprochen hat. Gott wird aber seinen Thron auf diese Welt verlegen. Unsere Erde ist das schwarze Schaf im Universum. Die anderen hunderte von nicht gefallenen Welten, die waren Gott treu, die waren immer auf Gottes Seite. Und bei uns ist das Drama, bei uns ist die Sünde, das Leid, die Not und all dieser Kampf. Es ist eigentlich schade, dass wir auf der falschen Welt geboren wurden. Ne? Wenn wir auf der anderen Welt geboren, dann hätten wir das ganze Kampf, den ganzen Kampf und das ganze Leid nicht. Aber dass wir hier geboren wurden, können wir uns nicht aussuchen. Das ist nicht unsere Entscheidung. Aber obwohl wir eigentlich die Schlimmsten im Universum sind, wenn das alles zu Ende ist, wird Gott uns am meisten ehren. Er wird hier seinen Thron aufstellen. Warum bei unserer Erde? Warum nicht woanders? Bei anderen nicht gefallenen Wesen. Die haben das doch viel mehr verdient, die anderen, oder? Es gibt einen Grund. Jesus wurde Mensch. Er wurde nicht ein Bewohner einer anderen Welt. Er wurde Mensch. Einer von uns. Und er wird ewig seine menschliche Natur behalten. Die Erniedrigung Jesu war so stark, dass er nicht nur für 33 Jahre hier gelebt hat, Mensch wurde, sondern dass er für die ganze Ewigkeit die menschliche Natur behalten wird. Das ist eine Erniedrigung für uns. Uns, weil Jesus für uns gestorben ist und uns erlöst hat, ist unsere Dankbarkeit, unsere Liebe, unsere Hingabe an Gott besonders eng. Und deshalb ist die enge Beziehung zwischen Gott und dieser Welt wird sichtbar, indem Gott auf dieser Erde leben wird und nicht woanders. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Wir Menschen werden die Garantie dafür sein, dass die Sünde nie wieder aufkommt. Es könnte ja passieren, rein theoretisch, dass irgendwann in 10 Milliarden Jahren irgendein Wesen wieder sagt, ähnlich wie Satan am Anfang, naja, ob das alles so richtig war und ob Gott wirklich so liebevoll ist und ob das alles wirklich so, das müssen wir ja erstmal nochmal in Frage stellen, nochmal nachschauen. Also Zweifel könnten aufkommen und die Zweifel könnten irgendwann auch wieder zu einer Sünde führen. Könnte ja passieren, denn jeder Mensch hat ja immer noch seine freie Entscheidung und jedes Wesen im ganzen Universum hat freie Entscheidung. Gott zwingt niemanden, so zu denken, wie er denken muss. Aber falls es aufkommen würde, würde Gott sagen, guckt hier, geht mal zu meinen Menschen und sprecht mal mit denen. Und dann werden wir sagen, übrigens, ich glaube nicht, dass wir uns noch erinnern werden an alle unsere Einzelheiten, die wir hier gemacht haben, unsere ganzen schlimmen Sachen. Das wäre ja schlimm, wenn wir die ganze Ewigkeit hindurch davon belastet wären. Aber wir werden zu diesem Wesen sagen können, wir haben es erlebt, wie schlimm die Sünde ist, das Leid und den Tod, die Tränen und die Trauer und all das ganze Elend. Es lohnt sich nicht. Gott hat alles getan, seine Liebe zu offenbaren, dass Jesus für uns gestorben ist. Er hat uns erlöst. Und das reicht aus, zu wissen, er liebt uns bedingungslos. Und wir müssen nie mehr daran zweifeln. Wir sind die Garantie, weil wir die Sünde erlebt haben, am lebendigen Leib, am eigenen Leibe, zu sagen, die Sünde ist schlecht. Lass uns aufhören mit solchen Gedanken des Zweifels. Die anderen Wesen schauen uns nur zu. Sie sehen, was hier passiert. Das ist schlimm genug. Wir stecken mittendrin. Und wir können sagen, Jesus hat uns rausgezogen, aus dem Feuer gerettet. Deswegen ist unsere Liebe zu Jesus besonders stark, besonders eng. Und wir werden auch Zeugnis geben für Gott, für seine Liebe. Gottes Thron bei den Menschen.
Und deswegen steht hier, sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Warum steht das hier? Er wird ihr Gott sein. Weil Jesus sagt, das ewige Leben ist Gott erkennen. Und hier steht es nochmal, mit anderen Worten. Gott wohnt bei uns, er wohnt in uns, eine enge Gemeinschaft zwischen Gott und uns Menschen auf der neuen Erde. Das ist ewiges Leben. Die Qualität. Was wird Gott nach den 1000 Jahren tun? Er schafft eine neue Erde. Ein neues Leben. Wir werden in richtigen Häusern wohnen. Ob die auch aus Stein sind oder aus Holz sind, vielleicht eher aus Gold, aber Gold auch nicht so ganz. Wir werden es nachher lesen. Das ist eher wie, steht da immer. Auf jeden Fall richtige Häuser. Wir werden mit Jesus zusammenleben. Gott selbst wird bei uns wohnen. Vielleicht Gott sogar unser Nachbar. Wenn du ein Problem hast, gehst du kurz zum Nachbarn. Fragst mal. Wir werden mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Die Gläubigen der letzten Generation auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie groß der Thron sein wird. Muss ein bisschen Platz haben. Ellen White, frühe Schriften, Seite 16, 17. Und sie war dort und sie beschreibt jetzt hier, was sie erlebt hat in der Vision, als sie dort war. Ich sah auch ein anderes Feld mit allen Arten von Blumen. Und als ich sie pflückte, rief ich aus, sie werden nicht mehr verwelken. Es gibt keinen Tod mehr. Auch die Blumen werden nicht mehr sterben, nicht mehr verwelken. Wieder sah ich ein Feld mit hohem Gras, herrlich anzusehen. Es war von frischem Grün. Und als es stolz zur Ehre des Königs Jesus wogte, hatte es einen Schimmer von wie Silber und Gold. Dann betraten wir ein Feld, wo alle Arten von Tieren waren. Der Löwe, das Lamm, der Leopard, der Wolf. Alle lebten vollkommen friedlich zusammen. Wir gingen mitten unter ihnen und sie folgten uns friedlich nach. Nun gingen wir in einen Wald, nicht wie die dunklen Wälder, die wir hier haben. Nein, nein, sondern hell und alles voller Glanz. Ups. Der Berg Zion lag jetzt gerade vor uns. Und auf dem Berge war ein herrlicher Tempel. Um ihn herum waren sieben andere Berge, auf denen Rosen und Lilien wuchsen. Und ich sah die Kleinen emporklimmen oder, wenn sie wollten, ihre kleinen Flügel gebrauchen und zu den Spitzen der Berge fliegen, wo sie die nie welkenden Blumen pflückten. Also ich wünschte mir, ich könnte es auch mal so das sehen. Das können wir uns aber vorstellen. Sie hat es beschrieben, aber sie hat dann auch gesagt, ich finde keine Worte, um mit menschlichen Worten das auszudrücken, was ich dort erlebt habe. Und genauso ist es dem Johannes ergangen. Wenn wir die Offenbarung, Johannes Offenbarung 21 lesen, vom Neuen Jerusalem, dann merken wir, er ringt nach Worten, um das zu beschreiben, was er gesehen hat. Weil das so herrlich ist. Das lesen wir mal. Offenbarung 21, ab Vers 10 bis 22, 5. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich den Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt war viereckig angelegt. Und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarda, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst.
Und die 12 Perlen, die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der mächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie erscheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mann, eine gewaltige Beschreibung. Und wir merken in dieser Beschreibung, dass er keine Worte findet. Er sagt, es ist Gold wie durchscheinendes Glas. Er sieht etwas und versucht das Schönste, was wir auf dieser Erde haben, damit zu beschreiben, aber es ist nicht das Gleiche. Was sagt er von der Stadt? Die Größe. Wie groß ist die Stadt? Die ist quadratisch. Die Breite und die Länge sind gleich und die Höhe auch noch. Gucken wir uns das gleich mal an. Also was ist die eine Seitenlänge? 12.000 Stadien. Wie lang ist ein Stadion? Muss man in den Anhängen gucken. Die meisten Bibeln haben einen Anhang und da stehen die Längenmaße drin und die Wegmaße, die damals in der Bibel zu biblischen Zeiten gegolten haben. Und da steht, das Längenmaß ein Stadion sind 185 Meter. Jetzt müssen wir rechnen, wer kann schnell rechnen im Kopf? 12.000 mal 185. Das müssen wir ganz noch in Kilometer umrechnen, sonst kommen wir auf irgendwas mit Millionen. Ich habe es schon ausgerechnet zu Hause. 2.220 Kilometer. Eine Seitenlänge. Das bedeutet die Entfernung Berlin-Madrid. Das heißt, die Stadt ist ungefähr so groß wie ganz Europa. Ganz schön groß. Aber jetzt frage ich mich, die ist also 2.000 Kilometer breit, 2.000 Kilometer lang, 2.000 jeweils, und jetzt 2.000 Kilometer hoch. Wie kann das denn sein? Wie hoch ist der höchste Berg dieser Erde? 8.800 Meter aber und nicht Kilometer. Also das sind 8,8 Kilometer. Stell dir mal vor, 8,8 Kilometer und da oben ist die Luft schon so dünn, dass man ohne Sauerstoffmaske kaum noch Luft kriegt. Und wenn du da länger bist, dann hast du irgendwann Gehirnschaden, weil dein Gehirn mit Sauerstoff unterversorgt ist. Aber stell dir vor, du bist erst bei ungefähr 9 Kilometer Höhe und jetzt stell dir mal, du gehst auf 2000 Kilometer Höhe, das bedeutet, du bist schon lang im Universum außerhalb unserer Lufthülle. Und außerdem, wenn dann diese Stadt auf die Erde runterkommt, und die Erde dreht sich ja, und da ist eine Stadt, die 2000 Kilometer hoch ist, die guckt ja so weit aus dem Universum raus, fängt ja die Erde an zu eiern. Die kann sich gar nicht mehr runddrehen. Wie soll das funktionieren? Manche haben gesagt, naja, das ist halt so wie ein Würfel. Aber es muss nicht unbedingt ein Würfel sein. Ich stelle mir es eher wie eine Pyramide vor. Ja, so wie auf dem Bild, ja, dass es also zur Mitte hin höher geht und dann kannst du in der Mitte 2000 Kilometer hoch sein. Denn ein Würfel ist ein bisschen schwierig, denn wenn du mittendrin bist, dann hast du ja keine Luft und kein Licht mehr. Ich glaube, nach diesen Dingen, es ist menschlich dreidimensional, wir leben in drei räumlichen Dimensionen, können wir das nicht erklären und nicht verstehen. Unmöglich. Es ist nicht möglich, eine Stadt,
die 2000 Kilometer hoch ist, sich vorzustellen. Deswegen glaube ich, dass der Johannes hier einen Blick bekommt in die zukünftige Welt und dass wir dann in der vierten räumlichen Dimension sein werden. In der vierten räumlichen Dimension kann man das erklären, weil die vierte räumliche Dimension die drei Dimensionen, die wir haben, übersteigt. Und ich glaube auch, dass die Engel, die jetzt hier sind, wir sehen sie nicht, aber sie sehen uns, dass die Engel in der vierten räumlichen Dimension sind. Das heißt, sie können in unsere drei Dimensionen reinkommen, dann könnte ein Engel jetzt in dem Moment sichtbar werden, wir sehen ihn, und er kann auch wieder verschwinden in die andere Dimension, und wir sehen ihn nicht mehr. Das ist das Gleiche, wie wenn man sich vorstellt, man hätte Wesen, die zweidimensional sind, auf einer Scheibe leben die. Und wenn du oben von oben guckst, dann kannst du sie sehen, aber wenn sie nur auf ihrer Scheibe sich bewegen und sehen können, dann können sie dich nicht sehen, sie können nicht hochgucken. Das heißt, du kannst sie sehen, aber sie können dich nicht sehen. Jetzt kannst du mit dem Finger in ihre Dimension reinkommen und dann sehen sie deinen Finger. Dann kannst du ihn wieder wegnehmen, dann sehen sie ihn nicht mehr. Das heißt also, genauso wie dreidimensionale Wesen können in zwei Dimensionen sich reinbegeben und sich wieder rausbegeben, so ist es von der vierten in die dritte Dimension. Wie das vorstellbar ist, man kann sich das theoretisch vorstellen, aber nicht praktisch. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ist die neue Welt Gottes so gewaltig, dass sie alle unsere jetzigen Vorstellungskräfte weit übersteigt. Und die Stadt hat eine Mauer. Ja, wofür braucht die Stadt eine Mauer? Einmal wird sie gebraucht. Wann wird die Mauer gebraucht? Genau. Wenn nämlich die Stadt einmal herunterkommen wird auf die alte Welt noch und die Ungläubigen alle auferstanden sind, dann werden sie auf die Ebene der Stadt kommen, um die Stadt anzugreifen. Und dann werden die Tore geschlossen. Das wird die Mauer gebraucht. Und dann wird Gott halt die Ungläubigen im feurigen Pfuhl richten, vernichten. Aber danach könnte Gott doch die Mauer, wenn die Stadt auf die neue Jerusalem, auf die neue Erde herabkommt, könnte er doch die Mauer abbauen, abbrechen. Brauchen wir sie doch nicht mehr, oder? Ich glaube, dass die Mauer ein Zeichen dafür ist, damals, in der damaligen Welt der Bibel, waren die Mauern ein Zeichen für Sicherheit, für Stabilität. Ja, und dass die Mauer ein Zeichen dafür ist, für Zusammengehörigkeit, für Sicherheit. Und die Tore werden ja nie verschlossen. Es war interessant, ich habe ja mal in Berlin gewohnt, eine Zeit lang. Und da kam ein Sprecher aus Amerika und hat über das neue Jerusalem gepredigt. Es war noch übrigens, als ich in Berlin wohnte, noch der Zeit der 80er Jahre, bevor die Mauer gefallen war. Und dann redet er von der neuen Jerusalem und dass die Stadt eine Stadtmauer hätte. Deswegen komme ich gerade darauf, weil ich gerade darüber spreche. Und dann sagte er, damals hatten die Städte ja Stadtmauern. Das neue Jerusalem hat auch eine Stadtmauer, aber heute gibt es ja sowas nicht mehr, auf der ganzen Welt nicht mehr. Und dann sagte er, ausgerechnet in der Stadt, in der einzigen Stadt der Welt, die ringsherum eine Mauer hatte. Berlin, Westberlin hatte damals eine Mauer. Und natürlich haben alle gelacht und er wusste nicht, warum die alle lachen. Weil er natürlich ins Fettnäpfchen getreten war. Es gab natürlich noch eine Stadt in der Gegenwart, die eine Mauer hat. Aber das neue Jerusalem, die Mauerhöhe ist 72 Meter, 144 Ellen. Eine Elle ist ein halber Meter, 72 Meter hoch. Übrigens daran sehen wir, dass die Stadt nicht wie ein Würfel sein kann. Denn wenn die Stadt 2000 Kilometer an der Seite hoch wäre, dann würden 72 Meter ja nur so ein Stückchen sein. Wozu wäre denn die Mauer da? Aber wenn sie ansteigend ist, dann kann die Mauer 72 Meter schon etwas bewirken. Die Stadt ist aus Gold. Auf jeden Fall wie Gold steht hier, gleich reinem Glas. Ich denke nicht wie irdisches Gold. Die Grundmauern der Steine sind edel. Übrigens, ich stelle mir die Stadt, wenn wir heute Stadt hören, dann würde ich immer sagen, da möchte ich nicht gerne dran wohnen. Ich lieber auf dem Land. Wir wohnen auch auf dem Land, aber in einem Dorf, Ende der Sackgasse, hinter dem Haus ist gleich Wiese und der Wald, der Schwarzwald. Damals
war eine Stadt, eine Assoziation für Leben, für Sicherheit, für Gemeinschaft. Heute ist Stadt eher was Negatives, mit Gestank, mit Lärm, mit allem Schlechten, mit Staus und mit... Ich stelle mir eigentlich diese Stadt Jerusalem von meiner Vorstellung her auch nicht so wie hier auf dem Bild. Also da sieht man ja nur Haus an Haus und Haus an Haus und nichts Grünes. Also in einem Wohnung zu wohnen, wo ich nur rausgucke und nur auf andere Häuser gucke, das kann ich auf dieser Erde auch schon haben. Ich glaube, dass das eher wie ein Garten ist. Grün ist. Ich glaube übrigens, das ist meine Überzeugung, dass das neue Jerusalem schon mal auf dieser Erde war. Es hieß nur anders. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er ja die Welt geschaffen und er hat einen Garten geschaffen und gepflanzt. Der Garten Eden. Und Ellen White, und da mussten ja die Adam und Eva raus aus dem Garten, weil sie gesündigt hatten. Und weil mitten im Garten stand der Baum des Lebens. Und wenn jetzt Adam und Eva nach ihrem Sündenfall vom Baum des Lebens gegessen hätten, was wäre passiert? Dann hätten sie als Sünder ewig gelebt und das wollte Gott verhindern. Und sie mussten raus und ein Engel hat die Tore bewacht des Garten Edens. Was ist denn mit dem Garten Eden weiter passiert? Wie ist es dann weitergegangen mit dem Garten Eden? Was ist mit ihm geworden? Genau. Ja, und zwar, Ellen White schreibt, dass der Garten Eden bis zur Sintflut dort stand. Und bis, also 1656 Jahre lang, bewacht wurde von den Engeln. Also selbst die Ungläubigen konnten zum Garten Eden hinlaufen und dort einen Engel stehen sehen, der dort den Garten bewachte. Und sie wissen, es ist eine Realität, der Sündenfall und die Schöpfung. Konnten sie selber mit eigenen Augen sehen, den Engel. Und dann schreibt Ellen White, dass bei der Sintflut Gott den Garten in den Himmel genommen hat. Und dann beschreibt sie, wenn wir in den Himmel kommen werden. Und wir haben ja dann auch gelesen, dass hier der Baum des Lebens, die Bäume des Lebens dort stehen. Und wenn der Baum des Lebens dort wieder steht, dann heißt das, dass das Neue Jerusalem, wo der Baum des Lebens drin steht, genau der Garten Eden ist, wo der Baum des Lebens auch drin stand. Und dann beschreibt sie, wenn Adam und Eva in den Himmel kommen werden, dann werden sie den Garten Eden, den sie damals verlassen haben, wieder betreten. Und dann werden sie die Pflanzen sehen, die sie selber angebaut haben. Denn sie haben ja vor ihrem Sündenfall auch schon Pflanzen angebaut. Wie lange sie gelebt haben, wissen wir nicht. Und sie werden sehen, den Apfelbaum und die Trauben habe ich damals in eigener Hand hier gesetzt. Und die sind dann wieder da. Das heißt, wenn sie das aber sehen, diesen Garten Eden, wo sehen sie den dann? Natürlich das neue Jerusalem, wo sie hineinkommen. Das heißt, diesen Garten Eden, den Gott in den Himmel genommen hat, bei der Sintflut, den hat Gott zum neuen Jerusalem ausgebaut, dass ein bisschen mehr Wohnungen sind, nicht nur für Adam und Eva, sondern für uns alle. Deswegen ist das neue Jerusalem der Garten Eden, der, denke ich, auch so aussieht wie ein Garten Eden. Wenn ich aus dem Fenster gucken werde von meiner Wohnung in neuen Jerusalem, dann werde ich eine Wiese sehen und Bäume sehen und Grün sehen, die Natur sehen, Gottes Schöpfung sehen. Natürlich auch ein paar Edelsteine und ein bisschen Gold dabei, aber es wird schön sein. Die 12 Tore sind 12 Perlen. Kann man sich nicht vorstellen, eine Perle. Oh, weiß ich, wie groß? 20, 30 Meter oder noch höher. Kein Tempel darin. Warum ist da kein Tempel drin? Warum kein Heiligtum? Der Sinn des Heiligtums war es, dass am Heiligtum Versöhnung stattfindet. Im irdischen Heiligtum und im himmlischen Heiligtum. Dass der sündige Mensch mit Gott versöhnt wird. Und jetzt, wo die Versöhnung vollendet ist, brauchen wir kein Heiligtum mehr, weil wir direkt mit Gott kommunizieren können. Deswegen sagt hier der Johannes, ich sah keinen Tempel drin, denn Gott, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Das heißt, weil Gott selbst gegenwärtig ist, können wir direkt die Gemeinschaft mit Gott haben und brauchen keinen Tempel mehr als Umweg. Und keine Nacht mehr. Warum keine Nacht? Und wir brauchen die Sonne nicht mehr.
Hier steht nicht, die Sonne wird nicht mehr sein. Wir brauchen sie aber nicht mehr, um Licht zu haben. Warum nicht? Weil Gott heller ist als die Sonne. Und wenn wir Gott sehen, dann ist die Sonne wie eine Taschenlampe, wo die Batterie ein bisschen schwach ist. Sie hat keinen Zweck mehr, weil Gott heller ist. Und wenn Gott da ist und Gott Licht ist, dann wird auch immer Licht sein. Ist egal, warum die Erde sich dreht und die Sonne da ist oder nicht da ist. Dann ist immer Licht, deswegen keine Nacht mehr. Werden wir nicht mehr schlafen? So ein kleines Nickerchen machen ist doch was Schönes, oder? Nicht während der Predigt. Keine Nacht mehr. Das bedeutet, wir haben die ewige Frische, werden nicht mehr müde. Immer voller Energie. Kein Burnout und kein Abgeschlafftsein. Keine Nacht. Aber ich denke, so ein bisschen ausruhen werden wir schon ab und zu mal. Einfach nicht, weil wir es müssen, sondern weil es einfach schön ist. Der Strom des Lebens. Meine Lieben, dieses Wasser vom Strom des Lebens schmeckt besser als jede Cola. Und jedes Fruchtsaftgetränk. Und ist außerdem viel gesünder. In diesem Strom des Lebens davon zu trinken, vielleicht sogar darin zu baden. Was Gott macht, ist vollkommen. Bäume des Lebens, 12-mal im Jahr tragen sie Frucht. Wofür brauchen wir die? Wofür brauchen wir den Baum des Lebens im neuen Jerusalem? Warum des Lebens? Weil es so sein wird, dass auch wenn wir im Himmel sind, wenn wir auf der neuen Erde sein werden, Gott allein ist unsterblich. Gott allein ist ewig. Und wir werden immer, die ganze Ewigkeit hindurch, solange wir leben, das Leben nicht aus uns selber haben. Es ist immer Gott, der uns aktiv am Leben erhält, der uns Unsterblichkeit verleiht. Immer, zu jedem Moment. Und wie verleiht uns Gott die Unsterblichkeit? Durch die Früchte vom Baum des Lebens. Warum macht er das? Damit uns bewusst ist, dass nicht wir das Leben in uns haben, dass uns bewusst ist, dass wir von Gott abhängig sind, auch im Leben. Das heißt, dass wir jeden Monat diese Frucht essen und dadurch das ewige Leben haben. Wenn wir uns weigern würden, davon zu essen, könnte es passieren, dass wir sterben. Ich hoffe nicht, dass wir es vergessen. Gott wird schon dafür sorgen. Wir sagen, hör mal zu, jetzt wird es wieder Zeit, geh mal wieder hin. Und wenn wir es nicht schaffen, dann sagt er, komm, ich bringe dir auch eine Frucht. Ich lege sie dir extra auf deinen Tisch, weil er doch will, dass wir leben. Das heißt, dass Gott immer noch Dinge hat, wodurch er deutlich macht, dass wir nicht aus uns selbst leben. Das neue Jerusalem. Übrigens, da sind die 12 Namen der Stämme Israels auf den Toren. Was waren denn das für Männer? Ruben und Juda und Naphtali und Simeon und Levi. Mann, wenn man die Geschichten liest. Simeon und Levi haben eine ganze Stadt umgebracht. Von Mörder. Wir würden heute sagen Terroristen. Wenn sie da eine ganze Stadt umbringen, wie viele hundert Leute? Mit Betrug und mit Ihren Bruder wollten sie umbringen und verkaufen, haben sie verkauft. Also was das für, und deren Namen stehen da im himmlischen Jerusalem. Wie kann das passieren? Muss das ein Fehler sein? Ne? Nein, natürlich nicht. Denn diese Männer, vor allem diese 11, Josef war eigentlich immer schon mehr auf Gottes Seite, die haben sich bekehrt. Und die haben ihre Sünde bereut. Und haben ein neues Leben angefangen. Und dass ihre Namen auf den Toren der Stadt stehen, bedeutet, dass jeder Mensch,
egal was er verbrochen hat, einen Platz im neuen Jerusalem hat, wenn er sich bekehrt. Jeder. Es gibt keinen Menschen, der zu schlecht wäre, wo Gott sagen würde, also bei dir geht es nicht. Nein. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jeder kann durch die Stadt, durch die Tore hineingehen. Hier so ein paar Dinge über das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem ist die Hauptstadt der neuen Erde. Sie wird als Regierungszentrum des ganzen Universums dienen. Von hier aus wird Gott das ganze Universum regieren. Und wir mit ihm. Gott wird seinen Thron vom Himmel auf die neue Erde verlegen. Und er wird vom neuen Jerusalem aus das Universum regieren. Das Zweite, wir werden reale Körper haben. Bei Jesu Wiederkunft werden wir Körper bekommen, die vom Leben pulsieren. Körper, die unsterblich sind. Wie wird unser Körper sein? Wie Jesu Körper. Wir lesen mal Philipper, Kapitel 2. Philipper 3, Vers 20 und 21. Philipper 3, Vers 20 und 21. 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das heißt, hier steht, er wird unseren nichtigen Leib, das ist unser jetziger sterblicher Leib, der der Krankheit, der Sünde, dem Tod unterworfen ist, er wird ihn verwandeln, dass er seinem verherrlichten Leib gleich wird. Was ist denn sein verherrlichter Leib? Das ist sein Körper nach seiner Auferstehung. Und nach seiner Auferstehung haben die Jünger ihn wiedererkannt? Ja. Sie haben ihn gesehen. Einmal haben sie ihn nicht erkannt auf dem Weg nach Emmaus, aber nicht deshalb, weil er anders aussah, sondern weil Gott ihn in die Augen gehalten hat. Sie haben ihn wiedererkannt. Und Jesus konnte aber auch durch geschlossene Türen gehen. Oder durch geschlossene Wände gehen. Denn sie hatten die Türen verschlossen, auf einmal war er mitten unter ihnen. Das heißt, er war wie die Engel, in einer höheren Dimension. Jesus behielt seine Identität. Und er war aus Fleisch und Blut. Woher wissen wir das? Sie konnten ihn anfassen, seine Nägelmale und er hat gegessen. Das heißt, er war aus Fleisch und Blut. Das heißt, es war nicht unser irdisches Fleisch und Blut, wie wir es kennen, wo unser Körper ist, sondern in 1. Korinther Kapitel 12. In 1. Korinther Kapitel, welches Kapitel ist es denn? Haben wir jetzt die Beschreibung des neuen Körpers. Das ist 2. Korinther. Hier 1. Korinther 15, Entschuldigung. 1. Korinther 15. Da haben wir das ganze Kapitel beschrieben von Jesu Auferstehung. Und Paulus argumentierte, dass er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann werden wir auch nicht auferstehen. Er ist der Erstling. Das heißt, der Grund, warum wir auferstehen werden. Und dann beschreibt er ab Vers 35 den neuen Leib bei der Auferstehung. Dass unser jetziger Leib verweslich ist, der neue Leib ist unverweslich. Der jetzige Leib ist in Niedrigkeit, der andere ist in Herrlichkeit. Der jetzige Leib ist in Armseligkeit, der neue ist in Kraft. Jetzt haben wir den natürlichen Leib, dann ein geistlicher Leib. Aber es wird ein echter Leib sein, den man sehen kann, anfassen kann und wir werden ihn uns wiedererkennen. Jesus hat gegessen, die Jünger haben ihn angefasst, er konnte durch verschlossene Türen hindurchgehen. Aber es war ein realer Körper, nicht nur ein Geistwesen. Ja, wir werden nicht nur irgendein körperlos durch die Gegend schweben, sondern wir werden
neue Körper haben. Die Frage ist eigentlich, wie wird er sein? Wie alt wird er ungefähr sein? Wir werden ja nicht mehr altern. Wir werden also keine grauen Haare mehr kriegen und keine Zähne mehr ausfallen und keine Falten mehr kriegen. Keine Brille brauchen wir mehr. Ich denke, dass unser Körper, er wird ja auch nicht sein wie ein Kind, sondern unser Körper, denke ich, wird so sein wie im Alter so von 20. In der vollen Kraft der Jugend. Und wird nie mehr altern. Wenn wir uns dann wiedererkennen werden, ich denke, ich werde ein bisschen Schwierigkeiten haben, meine Oma wiederzuerkennen. Denn ich kenne sie nur als alte Frau mit Falten. Und wenn sie dann so aussieht wie mit 20, würde ich mal sagen, irgendwie habe ich die schon mal gesehen, aber ich weiß nicht, wer du bist. Und wenn sie sagen, ich bin doch deine Oma. Ach ja. Naja, wir sind dann gewöhnt, uns zu sehen, uns zu identifizieren mit diesen Merkmalen der Krankheit und der Sünde und des zerfallenden Körpers. Ja. Jesaja 35, das ist so ein schöner Text. Jesaja 35, Vers 5 und 6. Da schreibt es auch vom zukünftigen Heil, von der neuen Erde. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Hier werden die neuen Körper beschrieben. Wie Jesu Körper. Es werden echte Körper sein, werden unsterblich sein, vollkommen. Das heißt, die Blinden können sehen, die Tauben können hören, die Lahmen, die im Rollstuhl sitzen, können springen. Wenn ich mir vorstelle, wie meine Frau gestorben ist, ihr Körper war am Ende zu Ende. Hat immer weiter abgebaut, die Kräfte immer weniger geworden. Wenn sie mit dem Körper auferstehen würde, mit den ganzen Krankheiten und den ganzen, es würde nicht gehen. Aber sie wird auferstehen, ein vollkommener Körper, keine Krankheit mehr. Und alles wird gut sein. Die Ohren werden nicht mehr abstehend sein. Wir brauchen keine Brille mehr, keine Blonden mehr in den Zähnen, keine grauen Haare mehr, keine O-Beine mehr und keine X-Beine mehr. Und es wird alles passen, alles richtig sein. Wir werden schön sein. Wir sind auch jetzt schon manchmal schön, ja. Wir werden uns wiedererkennen. Paulus sagt, wir werden erkennen, wie wir erkannt sind. Ja. Die Blinden sehen, die Tauben hören. Jetzt haben wir was gelesen vorhin. Das habe ich so geflissentlich überschlagen, eben bei der Erklärung von der Neuen Jerusalem, Beschreibung. Wir hatten gelesen, Offenbarung 22, dass es da beim Strom lebendigen Wassers von Gottes Thron, des Lammes, Bäume des Lebens gibt. Und dann steht hier, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und ich habe mich gefragt, naja, wieso dienen denn die Blätter? Ich weiß nicht, ob die so aussehen wie auf dem Bild hier. Wahrscheinlich noch ein bisschen schöner. Warum dienen die zur Heilung? Ich dachte, wir werden nicht mehr krank. Wieso müssen wir geheilt werden, wenn wir nicht mehr krank werden? Ist das nicht ein Widerspruch? Im Grundtext steht hier auch nicht Heilung. Im Grundtext steht hier ein Wort, was bedeutet Wiederherstellung. Und eine Heilung ist eine Wiederherstellung. Eine Wiederherstellung der Gesundheit nämlich. Aber wenn hier Wiederherstellung steht, dann wird mehr wiederhergestellt. Es geht ja nicht um die Krankheit, denn krank werden wir nicht. Was wird wiederhergestellt? Durch die Blätter? Erstens die Herrschaft des Menschen. Aber ob das unbedingt durch die Blätter kommt, weiß ich nicht.
Zweitens, die Größe des Menschen. Und ich glaube, dass das etwas ist. Wie groß waren Adam und Eva, als sie geschaffen wurden? Ellen White sagt, Adam und Eva waren mehr als doppelt so groß wie wir heute. Wenn wir mal davon ausgehen, wir heute sind zwischen 1,50 und 1,80, 1,90, ungefähr so im Durchschnitt, sagen wir im Schnitt 1,70, so 1,70 bis 1,80. Das Doppelte wären 3,50, mehr als doppelt so viel, also ungefähr um die 4 Meter groß. Stell dir vor, wenn Adam hier reinkommt, dann geht er fast bis zur Decke da oben. Und wir werden sicherlich erstmal so auferstehen von der Größe, wie wir waren. Oder verwandelt. Also wenn ich jetzt 1,87 bin, ich werde verwandelt, dann werde ich immer noch 1,87. Ich werde nicht im einen auf einmal zack, auf einmal von da oben runter gucken. Nein, ich bleibe die Größe. Aber die Blätter bewirken, ich glaube, dass Gott uns wieder heranwachsen lässt zu der Größe, für die er uns Menschen generell gedacht hat. Wir werden nicht eine Einheitsgröße haben am Ende, aber vom Größenverhältnis, es wäre ja nicht schön, wenn die ganze Ewigkeit hindurch Adam 4 Meter groß ist und ich bin nur 1,80, und dann sage ich, ja, hallo Adam, und ich kann mich gar nicht mit ihm unterhalten, weil ich immer so Nackenprobleme kriege, wenn ich so hoch gucken muss. Und Adam sagt, naja, hallo, ihr Zwerge da unten. Ja. Es wird schwierig, Kommunikation und Gemeinschaft zu haben mit den großen Riesen der Vorzeit. Deswegen durch die Blätter wachsen wir, dass wir auch ungefähr in diese Dimension 3,50 bis 4 Meter irgendwann ankommen. Ja. Und unser Verstand wird wiederhergestellt werden. Wir nutzen momentan, sagen die Gehirnforscher, ungefähr nur 10% unseres Gehirns, manche auch nur 5%. Manche kommen mit 2% noch ganz rum, gut rum noch, ne? Ja. Ja. Aber über 10 kommt wohl kaum jemand drüber hinweg. Ich glaube, dass Gott hier eine Grenze gesetzt hat. Warum? Wenn die Menschen ihren gesamten Verstand gebrauchen könnten, die würden sich so viel sündiges Zeug ausdenken, das wäre die Hölle auf Erden. Das war auch ein Grund, warum er die Menschen vor der Sintflut umgebracht hat, weil die größer waren und intelligenter waren und die haben in ihrer Intelligenz sich Sachen ausgedacht zur Vernichtung und zur Boshaftigkeit, wo Gott sagt, jetzt ist Schluss. Und er hat das begrenzt, das Lebensalter hat er begrenzt, aus Gnade. Und ich denke, die Intelligenz hat er begrenzt, aus Gnade. Das heißt nicht, dass wir jetzt unbedingt dumm bleiben müssen. Intelligenz ist was Gutes, Menschenverstand, dass wir Dinge erkennen können. Aber wenn wir einen neuen Körper bekommen und wir werden wiederhergestellt durch die Blätter des Baumes, dann heißt das, dass auch unser Verstand wieder zur vollen Leistung kommt. Und stell dir vor, dann kannst du schneller rechnen als jeder Computer heute. Wenn du dann 2 zehnstellige Zahlen miteinander multiplizieren sollst, dann sagst du zack und du hast das Ergebnis. Und dein Computer braucht noch ein paar Sekunden. Ich glaube, Adam hätte nie einen Computer gebraucht. Der hat sich, guck mal, stell dir vor, der hat sich sämtliche Tiere, hat er ja den Namen geben müssen. Und die musste er sich auch noch am nächsten Tag noch merken. Wir würden heute sagen, ach, wie war noch mal, wie hieß nochmal das Krokodil, wie hieß das nochmal, ja? Nein, der hat alles, also die Intelligenz der Menschen war wesentlich größer. Übrigens auch die Menschen vor der Sintflut haben so ihren besseren Verstand, haben sie Dinge konstruieren können, wo wir in der heutigen Technik noch bei weitem nicht so weit sind. Wir glauben immer, wir sind am weitesten der ganzen Menschheit. Das stimmt nicht. Die Evolutionslehre versucht uns das beizubringen. Damals waren die Menschen dumm und wir haben uns weiterentwickelt. Es stimmt, vom Mittelalter bis heute haben wir uns entwickelt. Aber weil im Mittelalter eine künstliche Phase der Dummheit der Menschheit, weil die Kirche alle Wissenschaft unterdrückt und verboten hat. Und deswegen ging es auch nicht weiter. Vor dem Mittelalter waren die Menschen wesentlich klüger, intelligenter. Die Ägypter, die haben schon Wissenschaft gehabt, die haben schon Gehirnoperationen durchgeführt und andere Dinge gemacht oder astronomische Berechnungen, wo wir heute erst dahinter kommen. Also die Menschen waren früher teilweise klüger und besser. Und vor der Sintflut waren sie noch viel, viel mehr. Und von dem Leben vor der Sintflut können wir uns nichts vorstellen, weil wir keine Berichte darüber haben. Ja. Aber auf jeden Fall, der Verstand des Menschen wird wiederhergestellt. Und was wir dann verstehen können, wenn auf einmal die 1000 Lämpchen aufgehen und du das und jenes und alles Mögliche begreifen kannst, das wird gewaltig sein.
Ellen White schreibt einen großen Kampf. 644. Alle kommen in derselben Größe aus den Gräbern, wie sie hineingelegt wurden. Adam, der mitten unter der auferstandenen Schar steht, ist von erhabener Höhe und majestätischer Gestalt nur wenig kleiner als der Sohn Gottes. An ihm wird ein auffallender Gegensatz zu den späteren Geschlechtern deutlich. In dieser einen Beziehung sieht man die tiefgreifende Entartung des Menschengeschlechtes. Alle aber stehen auf in der Frische und Kraft ewiger Jugend. Am Anfang wurde der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen, nicht nur in Charakter, sondern auch in Gestalt und Aussehen. Die Sünde hat das göttliche Bild entstellt und nahezu verwischt. Aber Christus kam, um das, was verloren gegangen war, wiederherzustellen. Er wird unseren nichtigen Leib verwandeln und seinem verklärten Leibe ähnlich machen. Die sterbliche, vergängliche, anmutlose, einst mit Sünde befleckte Gestalt wird vollkommen, schön und unsterblich. Alle Fehler und Gebrechen bleiben im Grabe, wieder zum Baum des Lebens in dem lange verlorenen Paradies zugelassen, während die Erlösten zunehmen, bis sie zu der vollen Größe des Menschengeschlechtes in seiner ursprünglichen Herrlichkeit herangewachsen sind. Interessant. Als Adam aus der Hand seines Schöpfers hervorging, war er von stattlicher, harmonischer Gestalt. Er war mehr als doppelt so groß wie heute lebende Menschen. Christus kommt bald, 205. Also im Himmel werden wir viele Überraschungen erleben. Ja. Nahum 1, Vers 9. Nahum 1, Vers 9. Wichtiger Text im Alten Testament bei den kleinen Propheten. Nahum 1, Vers 9. Dort heißt es: Was wollt ihr ersinnen wider den Herrn? Er führt doch das Ende herbei. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen. Das heißt, die Sünde wird nie wieder aufkommen. Warum nicht? Wird Gott uns die Möglichkeit der Sünde wegnehmen? Nein. Wenn Gott das tun würde, hätte er gleich Adam und Eva schaffen können, ohne Möglichkeit zur Sünde. Da hätten wir uns das Ganze ersparen können. Sondern er möchte, dass wir immer noch aus freiwilliger Entscheidung ihn lieben und ihm dienen. Und das ist der entscheidende Punkt, weil Gott Liebe ist. Weil Gott Liebe ist, möchte er Geschöpfe haben, hat er Schöpfe geschaffen, die er lieben kann und die ihn wieder lieben. Denn wer liebt, möchte wieder geliebt werden. Aber Liebe ist immer eine freiwillige Entscheidung. Und freiwillige Entscheidung heißt, dass Gott diesen Geschöpfen den freien Willen gibt, dass sie aus freier Entscheidung ihn lieben. Und wenn sie das aus freier Entscheidung tun, heißt das, sie haben auch die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und wir wissen, das passiert bei Satan, bei Luzifer, bei Adam und Eva und so weiter. Und dadurch kam die Sünde. Und diese Möglichkeit der freien Entscheidung wird die ganze Ewigkeit bleiben. Weil Gott ein Gott der Liebe ist, ist das sein oberstes Prinzip, die Freiheit. Und das wird bleiben. Aber wir werden nicht mehr sündigen, obwohl wir die Freiheit haben. Warum nicht? Weil wir gegen die Sünde geimpft sind. Das ist mal eine gute Impfung. Wir sind gegen die Sünde geimpft. Wir haben die Sünde mitgemacht. Und wir sagen, nie wieder. Sowas brauchen wir nicht mehr. Wenn wir die Herrlichkeit sehen im Vergleich zu diesem Leben, sagen wir, um nichts in der Welt würde ich zurückgehen in die alte Welt. Um nichts. Und wir müssen alles vermeiden, was auch nur ja nicht den kleinsten Schritt in die Richtung geht, was wir auf dieser Erde erlebt haben. Das ist übrigens auch, denke ich, mit einem Grund, warum Gott das Ganze so durchexistiert, warum er 6000 Jahre lang Zeit lässt, warum er 1000 Jahre lang Gericht hält, damit jedem Wesen im ganzen Universum klar wird, die Sünde ist schlecht, die Sünde ist böse, die Sünde ist schuld an allem Leid und allem Unglück, was es gibt auf dieser Welt. Und Gott ist gut. Gott macht nie einen Fehler. Gott ist immer und handelt immer in Liebe. Die Sünde wird nicht aufkommen, weil es nicht mehr möglich ist zu sündigen, sondern weil wir nicht mehr wollen. Drittens, reale Tätigkeiten. Wir werden nicht nur auf der Wolke sitzen und Harfe spielen.
werden noch ein bisschen mehr tun. Jesaja 65, Vers 17, 20 und 21. Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorige nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Hier spricht es von dieser neuen Erde, die Gott schaffen wird. Und dann sagt er in Vers 21 und 22, sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Gott schafft eine neue Erde. Übrigens, hier steht, dass man der Alten nicht mehr gedenken wird. Und das bedeutet in meinen Augen, dass wir in den 1000 Jahren uns an das Alte erinnern werden. Wir haben 1000 Jahre lang Zeit, über alles, was auf dieser Welt passiert ist, alle Hintergründe der ganzen Weltgeschichte, über unser persönliches Leben, über alles, was geschehen ist, dass wir da ganz genau das studieren können und Antworten finden auf alle Fragen, die wir jetzt noch haben und die uns unklar sind. Und wenn die 1000 Jahre vorbei sind, dann, denke ich, wird das geschehen, wenn Gott die neue Erde schafft, dass wir dann der Alte nicht mehr gedenken. Das bedeutet, dass wir uns an die Einzelheiten unserer Sünde nicht mehr erinnern können. Denn wenn Gott die Sünde ausgelöscht hat im feurigen Pfuhl, dann hat er auch die Erinnerung an die Sünde ausgelöscht. Denn eine Erinnerung an die Sünde würde uns belasten, wenn es nur ein bisschen ist. Und diese Belastung würde die ganze Ewigkeit hindurchgehen. Und ich glaube, wenn wir einen Menschen diese Erde sehr lieben, der nicht gerettet wird, stellt euch vor, nach 10 Millionen Jahren müsst ihr sagen, ach, dass mein Karl doch auch hier wäre, wäre doch schön, das mitzuerleben. Dann wäre doch die Freude der Ewigkeit schon wieder ein bisschen getrübt. Deswegen glaube ich auch, dass Gott uns die Erinnerung an Menschen, die nicht gerettet werden, wegnehmen wird. Wir werden noch wissen, wir haben hier gelebt, wir werden wissen, wir waren in Sünde, wir werden wissen, es war schlimm. Aber die einzelnen Erinnerungen an einzelne Dinge wird Gott uns wegnehmen. Das heißt auch, dass Gott die Tränen abwischen wird. Das heißt, die Tränen über das, was nicht gut war hier. Was werden wir tun? Wir haben gelesen, Häuser bauen. Warum bauen wir denn selber Häuser? Ich dachte, die baut Jesus für uns. In Neuen Jerusalem. Ja, wir werden 2 Häuser haben. Eins in der Stadt Jerusalem, was Jesus für uns vorbereitet hat, wo wir 1000 Jahre drin gewohnt haben. Und wenn wir auf der neuen Erde dann sind, dann werden wir eine Wohnung in der Stadt haben und ein Haus auf dem Land. Und das können wir selber bauen. Warum? Weil jeder hat einen anderen Geschmack. Der eine baut es rosa, der andere baut es lila und der dritte baut es in weiß und der eine baut es rund und der andere eckig. Jeder, wie er es gerne möchte. Also ich denke, ich werde mein Haus und meine Frau zusammen so auf einem Hügel haben, eine große Wiese davor und unten einen kleinen Teich, wo ein bisschen Enten rumschwimmen und vielleicht ein Schwan dabei, eine schöne große Terrasse dabei. Ich lade euch jetzt schon mal ein, könnt ihr mich besuchen kommen. Dass wir sitzen dann, uns unterhalten. Über diese alte Erde kann man es nicht mehr unterhalten, aber wenn wir im Himmel sind, da lade ich auch schon mal einen in meine Wohnung. Ich weiß nicht, ob die groß genug sein wird, aber wir können uns irgendwie bestimmt auch einen Aufenthaltsraum suchen. Und dann werden wir sagen, wisst ihr noch, was wir damals in La uns Gedanken gemacht haben, wie es wohl werden wird für neue Erde im Himmel. Und jetzt ist es Wirklichkeit. Wir werden Weinberge pflanzen. Und was wir pflanzen, auch selber essen. Warum wird das extra so betont? Wenn wir heute arbeiten, arbeiten wir meistens und oftmals für andere. Wenn du beim Audi am Fließband stehst, dann baust du Autos nicht für dich selbst. Sondern du ziehst 2 Schrauben an, dass ein anderer mit dem Auto fahren kann. Das heißt, du hast zu dem Produkt deiner Arbeit, hast du kaum irgendeinen Bezug mehr. Und hier sagt Jesus, sagt Gott, wir werden einen Bezug zu dem haben, was wir tun. Natürlich werden wir auch ein bisschen teilen, dem anderen abgeben, dass der andere auch was essen kann von meinen Weintrauben. Aber ich habe zu dem, was ich selber mache, einen Bezug. Es ist etwas, was
mich erfreut, mich erfrischt, was mir gut tut. Wir werden unbegrenzte Kreativität haben. Gott hat uns Menschen geschaffen mit Kreativität. Und ich bin überzeugt, die Kreativität bedeutet, dass wir künstlerisch, musikalisch, erfinderisch Dinge neu kreieren werden, die fantastisch sein werden. Fortbewegungsmittel, die keine Abgase mehr haben. CO2 spielt sowieso keine Rolle, aber die Abgase werden nicht mehr dabei sein. Es wird nicht stinken und nicht laut sein. Wir werden Dinge kreieren, aktiv, kreativ sein. Dafür sind wir geschaffen. So hat Gott uns gemacht. Und das werden wir auch die ganze Ewigkeit hindurch einsetzen können. Es wird uns nicht langweilig werden. Warum haben wir eigentlich keine Langeweile im Himmel, auf der neuen Erde? Wir haben noch so viel Zeit. Es ist so, wenn es jemand langweilig ist, ist das nicht, dass er zu viel Zeit hat, sondern dass er keine Lust hat. Eine Frage der Motivation. Wenn Kindern langweilig ist, sagen die Eltern, ach, mach doch das, oh, will ich nicht, mach doch das, oh, keine Lust, mach doch das, oh, auch nicht. Ja? Sie haben keine Lust, deswegen wird ihnen langweilig. Und wenn wir auf einer neuen Erde sein werden, uns werden die Ideen und die Freude und die Lust an den Dingen nie ausgehen. Uns wird nie langweilig werden. Wir werden andere Welten besuchen. Und ich werde mal die anderen Welten fragen, naja, was habt ihr denn so beobachtet hier bei uns? Wie ist euch das denn so ergangen, als ihr gesehen habt, was wir hier alles so anstellen? Ich weiß nicht, wie weit wir im Universum rumkommen werden. Das Universum ist groß. Und wie viele Planeten es im Universum gibt? Ich habe hier mal so ein paar Zahlen. Ihr wisst, die Lichtgeschwindigkeit, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also nicht Meter, sondern Kilometer pro Sekunde. Das ist unglaublich schnell. Also so schnell können wir nicht laufen. Das heißt, in einer Sekunde umrundet das Licht 7,5 Mal unsere Erde. Das heißt, wenn wir 24 sagen, sind wir 7,5 Mal, ist das Licht um unsere ganze sämtliche Erde rum. So schnell ist das Licht. Wenn wir jetzt zur Sonne schauen, wie lange braucht das Licht, um von der Sonne zur Erde zu kommen? Oder von der Erde zur Sonne? Eher andersrum, von der Sonne zur Erde. Das sind 8,5 Minuten. Je nachdem, wie weit wir gerade entfernt sind. Der Abstand zur Sonne ändert sich ab und zu. Ungefähr 8,5 Minuten. Das heißt, wenn wir den Sonnenuntergang sehen und die Sonne ist gerade noch über dem Horizont, dann ist sie in Wirklichkeit schon weg. Aber weil das Licht 8,5 Minuten braucht, bis es bei uns ist, sehen wir das Licht noch, weil das Licht noch auf dem Weg ist. Aber es ist halt so. Das Licht braucht halt, auch wenn es so schnell ist, braucht es halt doch eine gewisse Zeit, 8,5 Minuten von der Sonne bis zur Erde. Wie lange braucht das Licht vom Planeten Saturn zur Erde? Saturn ist relativ weit weg von unserem Sonnenplanetensystem. Braucht 90 Minuten. Wenn wir also den Planeten Saturn am Himmel sehen, den Stern dort sehen, dann ist das Licht, was wir gerade sehen, vor 90 Minuten dort losgeschickt worden. Also wir gucken 90 Minuten in die Vergangenheit. Wie lange braucht das Licht, um einmal quer durch unser Sonnensystem zu gehen? Also Sonnensystem, wisst ihr, die Sonne in der Mitte und die Planeten gehen umherum und einmal quer durch braucht das Licht 12 Stunden. Ist doch ziemlich schnell, ne? Wie groß ist unser Sonnensystem? In 12 Stunden ist einmal durch. Halber Tag. Wie lange braucht das Licht, um zum nächsten Fixstern? Fixstern ist also außerhalb unseres Sonnensystems, der nächste für uns erreichbare Fixstern. Es wäre mal nicht schlecht, um eine Rakete hinzuschicken, ne? Den mal anzugucken. Aber werden wir nie hinkommen. Allein das Licht braucht zum nächsten Fixstern, ich glaube, das ist die Beta Geuze, braucht 4 Jahre. Wenn wir also die Beta Geuze am Himmel sehen, den Stern, dann ist das Licht, was wir jetzt sehen, vor 4 Jahren dort losgegangen. Und jetzt sehen wir es. Ganz schön weit. Wie lange braucht das Licht einmal quer durch unsere Galaxie? Braucht 100.000 Jahre. Unsere Milchstraße. Einmal quer durch. 100.000 Jahre. Stellt euch vor, ihr seid nur ein bisschen langsamer als das Licht. Wie lange braucht ihr dann einmal quer durch? Wie lange braucht das Licht vom Andromeda, von der Andromeda-Galaxie, bis es zu unserer Erde kommt? Das ist eine andere Galaxie außerhalb unseres Sonnensystems, außerhalb unserer Milchstraße, unserer Galaxie.
braucht 2,2 Millionen Jahre. Das heißt, wenn wir jetzt durch ein Teleskop den Andromeda-Nebel, die Andromeda-Galaxie sehen, dann ist das Licht vor 2,2 Millionen Jahren dort abgesandt worden und jetzt ist es hier. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch so lange existiert schon. Aber wie lange braucht das Licht einmal quer durchs Universum? Das Problem ist, wir wissen nicht, wie groß das Universum ist. Keine Ahnung, kein Mensch weiß es. Es gibt nur Schätzungen von Astronomen. Und das ist, was ich hier sage, ist nur eine Schätzung. Es braucht eine 4 mit 10 Nullen. Das sind 40 Milliarden Jahre. Einmal quer durchs Universum. Das ist Licht nur einmal durchgegangen und ist nicht wieder zurückgekommen. Wie groß ist unser Universum? Wie viele Millionen, Milliarden und Abermilliarden von Sternen und Welten und Planeten gibt es dazwischen? Und wie viele von denen sind bewohnt? Und welche werden wir besuchen? Und die werden wir alle besuchen können. Wir haben auch eine Ewigkeit Zeit. Wir haben eine Ewigkeit Zeit. Wenn wir sagen, jetzt habe ich 3525 besucht, jetzt kommt der nächste. Es wird gewaltig sein. Das zu erforschen, was Gott geschaffen hat, und das Wissen der anderen Wesen zu hören, die werden von ihrem Wissen erzählen. Wir werden uns austauschen. Mit welchen Menschen aus der Bibel würdest du dich gerne unterhalten? Es ist schön, wenn man, natürlich noch in den 1000 Jahren, denke ich, wenn wir im Himmel sind, ich würde mich gerne mit dem Josef unterhalten, wie es ihm so ergangen ist, als Sklave bei Potiphar und als er ins Gefängnis geschickt wurde und als er da die Träume vom Bäcker und vom Mundschenk gedeutet hat und als er auch immer zum Pharao gerufen wurde. Oder mit Noah, wie es denn so in der Arche gewesen ist. Ja. Also, was mich am meisten interessieren würde, mit Maria zu sprechen. Warum? Ich würde Maria fragen, wie war es, als Jesus Kind war? In der Bibel steht nur drin, er nahm zu an Weisheit und Verstand, aber mehr steht da nicht. Erzähl doch mal ein paar Geschichten. Und wenn Maria anfängt zu erzählen, ja, als Jesus dann so 2 war, dann hat er gelächelt und hat der Mama gesagt, dann erzählt sie von Jesus als Kind. Das wird schon interessant sein. Also, wir werden Dinge erfahren. Übrigens, wenn wir uns mit den Menschen der Bibel unterhalten, ist es interessant, mehr Informationen zu bekommen, was wir in der Bibel so drin haben. Aber ich bin überzeugt, die Menschen, die Gläubigen aller Generationen werden zu uns kommen. Die kennen uns zwar nicht, weil wir nach ihnen gelebt haben, aber die werden uns fragen, ihr, die in der Endzeit gelebt habt, die ihr das Mahlzeichen des Tieres miterlebt habt und die Versiegelung und den Spätregen, erzählt doch mal. Und wenn wir anfangen zu erzählen, was Gott getan hat in den letzten Wochen dieser Erdgeschichte, dann werden die Gläubigen verstaunen, ihren Mund nicht mehr zukriegen, was wir zu erzählen haben. Die größten Erfahrungen von allen haben wir zu erzählen. Weil die Zeit, in der wir leben, die gewaltigste, die schönste, die begeisterndste, die Zeit ist, wo Gott am meisten Wunder, Zeichen tut. Deswegen ist es schön, dass wir jetzt leben dürfen. Ein Vorrecht. Aber so schön es auch ist, mit den Menschen sich uns zu unterhalten, die schönste Freude ist es, Jesus zu begegnen. Denn es gibt niemanden, der diese Ausstrahlung, der diese Liebe wie Jesus zeigt. Jesus zu begegnen. Und ich glaube, wenn Jesus wiederkommt, Ellen White beschreibt es, das kommt von Osten. Eine Wolke halb so groß wie eines Mannes Hand. Es wird jetzt der Zeitpunkt sein, wo sie den Todesbefehl ausführen wollen. Also eine Zeit der äußersten Not und Gefahr. Und wir gucken hoch und wir sehen eine Wolke, halb so groß wie eines Mannes Hand, gegen Osten. Und die kommt immer näher, die Wolke, und immer näher. Und wir wissen, das ist das Zeichen des Menschensohns. Jesus kommt. Die Wolke wird immer größer. Und wir sehen dann die Engel. Und wir sehen die gewaltige Schar. Und wir freuen uns.
Und dann kommt Jesus immer näher und irgendwann werden wir ihn sehen. Jeder wird ihn sehen. Und wir haben den Eindruck, er schaut nur mich an und sonst keinen. Und wir werden überwältigt sein von seiner Liebe. Das, allein der Anblick Jesu wird uns Glücksgefühle hervorrufen, dass wir sagen werden, Herr. Und dann wird Jesus zu dir sagen, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, ererbt das Reich. Und Jesus wird dann seinen Arm um seine Schulter legen, wenn wir in den Himmel gehen, natürlich. Wenn er wiederkommt, noch nicht. Wir werden mit ihm erstmal in den Himmel gehen, ins Neue Jerusalem. Und wenn wir dann im Himmel sind, mit ihm zusammen leben, wird er zu dir kommen. Irgendwann. Er wird seinen Arm um deine Schulter legen und wird zu dir sagen, komm her, mein lieber Olaf, jetzt habe ich nur für dich Zeit. Lass uns ein wenig spazieren gehen und uns über alles unterhalten, was du auf dem Herzen hast. Und dann wird er sagen, komm hier, diese rote Tulpe habe ich extra für dich gemacht, weil ich weiß, das ist deine Lieblingsblume. Hier, bitteschön, ein Geschenk von mir für dich. Und ich glaube, wenn wir dann mit Jesus gehen, das Erste, was wir sagen werden, ist, danke. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, dass ich jetzt hier sein darf. Dass ich die Ewigkeit, die Herrlichkeit mit dir erleben darf. Wir werden unsere Krone ihm zu Füßen legen. Ich bin gerne dort, wo Menschen sind, die mich so annehmen, wie ich bin. Ich bin noch lieber dort, wo Menschen sind, die mich gerne mögen. Und ich bin am liebsten dort, wo Menschen sind, die mich lieben. Und am allerliebsten bin ich dort, wo Menschen sind, die mich sehr lieben. Und weil ich weiß, da ist jemand, Jesus. Er liebt mich mehr, als jeder Mensch je geliebt hat. Er liebt mich mehr, als ich ihn jemals lieben kann. Weil ich weiß, er ist dort und er wartet auf mich. Wenn ich der einzige Mensch wäre, der auf ihn wartet und in den Himmel kommt, dann würde er auf mich, für mich kommen. Weil ich weiß, da ist jemand, der mich liebt, deswegen will ich da sein. Ich will nicht da sein, weil es goldene Straßen gibt im Himmel. Ich will da sein, weil es jemanden gibt, der mich liebt. Und mit dem ich zusammenleben möchte, die Ewigkeit. Wir warten auf Jesus, aber meine Lieben, er wartet auf uns. Seine Sehnsucht zur Wiederkunft, uns zu sehen, ist größer, als unsere Sehnsucht je sein kann. Weil er dich liebt, sehnt er sich nach dir, er wartet auf dich. Und je größer unsere Liebe zu ihm ist, desto größer wird unsere Sehnsucht zum Tag der Wiederkunft sein. Ich denke dann an unsere Verlobungszeit. Und je größer unsere Liebe war in der Verlobungszeit, desto größer die Sehnsucht zur Hochzeit, wo man sich ganz gehört. Und so ist es auch mit Jesus. Deswegen lasst uns jetzt mit ihm leben. Wenn wir Jesus jetzt nicht lieben, wie wollen wir im Himmel ihn lieben? Deswegen, wenn wir jetzt Jesus eine enge Beziehung zu ihm haben, wenn wir uns freuen an der Gemeinschaft mit ihm, dann werden wir, wenn er kommt, diese Gemeinschaft mit ihm von Angesicht zu Angesicht fortsetzen. Und ich weiß nicht, wie er das schafft, aber es gibt ja Millionen von Erlösten im Himmel. Aber trotzdem wird er für jeden von uns persönlich Zeit haben.
Er schafft das. Natürlich ist es auch schön, die anderen im Miterlösten zu treffen, keine Frage. Ich wünsche uns, dass der Blick in den Himmel, ich wünsche uns, dass das Nachdenken über die himmlische Herrlichkeit, ich wünsche uns, dass das Denken an Jesu Liebe für uns, uns verändert. Dass wir Jesus immer mehr vor Augen haben, dass wir auf ihn schauen, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Dass unsere Sehnsucht der Wiederkunft mit jedem Tag größer wird. Ich möchte noch einmal diesen Aufruf machen, den ich heute Mittag schon gemacht habe. Wenn jemand gerne Bibelstunden haben möchte, um Jesus noch besser kennenzulernen, sende eine SMS mit Bibelstunden an 0151 4406 5805. Vielen Dank, einige haben bereits SMS geschickt. Für beides, für Bibelstunden und für die Taufe. Wenn jemand dem Beispiel Jesu folgen möchte und sich taufen lassen möchte wie er, schickt eine SMS mit dem Stichwort Taufe. 0151 4406 5805. Die SMS ist natürlich kostenlos und wir melden uns bei dir zurück. Jesus möchte jeden bei sich haben. Gott tut alles, dass jeder Mensch den Weg zu ihm findet. Deswegen darf ich dich einladen, jetzt, heute, Ja zu Jesus zu sagen, seine Liebe zu erwidern, dass du dich auch freuen kannst auf Jesus. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus, wir beten dich an. Wir preisen dich und loben dich. Herr, du hast den Himmel verlassen, bist auf diese dunkle Erde gekommen, wo so viel Leid und Not und Sünde ist. Die Menschen haben dich hier verspottet und verlacht und geschlagen und gefoltert und ans Kreuz gebracht. Du hast sie trotzdem geliebt. Herr, du hast unsere Schuld am Kreuz getragen, auch meine Schuld. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass du dich das alles auf dich genommen hast, damit wir dafür deine Herrlichkeit haben dürfen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir die Hoffnung haben dürfen, dass du bald wiederkommst, dass du auf diese Erde zurückkommst, um mit der Sünde und dem Leid ein Ende zu machen. Dass wir dann zu dir in den Himmel gehen dürfen und dann auf die neue Erde. Dass wir mit dir gemeinsam die Ewigkeit verbringen dürfen. Herr Jesus, hab Dank für diese, deine unendliche Liebe zu uns. Wir können sie nicht begreifen, aber wir danken dir dafür. Herr Jesus, hilf, dass wir jetzt schon hier mit dir leben, dass wir eine ganze Entscheidung für dich treffen, dass wir mit auf dich schauen, dass wir dich in unserem Herzen haben, dass du in uns wohnst und wir in dir. Herr Jesus, verändere unseren Charakter, dass wir deine Liebe widerspiegeln, dass wir deinem Charakter ähnlich werden. Herr, wie schön wird es sein, wenn du dann kommst. Aber hilf, dass wir dir treu bleiben und dass wir Zeugnis sein können für andere Menschen, dass auch andere Menschen mit uns gemeinsam dort sein können. Herr, wir sehnen uns danach. Wir freuen uns darauf, wenn du wiederkommst. Wir bitten dich, Herr Jesus, komm doch bald. Wir bitten dich, dass du den Heiligen Geist ausgießen möchtest, dass bald dein Werk beendet wird, dass bald jeder Mensch von dir gehört hat und dass du bald kommen kannst. Herr, lass uns dein Bild und deine Gegenwart jeden Tag in unserem Herzen tragen. Lass uns daran wachsen und hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.